Hallo, willkommen zu dem neuen Replay. Heute habe ich ein Scan-Ranked-Spiel, ist tatsächlich ein individuelles Spiel, das heißt, die haben das selber aufgemacht, die beiden. Ich denke mal, die kennen sich und haben einfach ein Trainingsspiel machen wollen. Ich glaube, die haben im letzten Patch diese Map ja minimal verändert, dieser französische Pass hier vorne, ja. Die hat jetzt ein leicht anderes Design. Ich glaube, die haben die Fläche von hier nach hier vergrößert, damit man schlechter zubauen kann. Und die Mitte ist dadurch natürlich entsprechend hier ein kleinerer Tunnel geworden. Also die ganzen Golfvorräte liegen jetzt zum Beispiel außerhalb von diesem Tunnel. Dass die Veränderung, ich vermute mal, dass diese beiden Pros, sind ja beides Pros eigentlich, dass die das einfach mal testen wollten und sich dann für ein paar Spiele getroffen haben. Die haben mehrere gemacht. Ja, was haben wir hier Schönes? Ein AFK-Reichsbeamten. Jetzt wird es aber direkt gelöst. Also Heiliges Römisches Reich gegen China, beides halt Economy-Nationen. Und die Map kann man sicher auch Economy spielen, wenn man möchte. Und ich denke, ja, wie gesagt, ich denke, die testen jetzt die Map halt aus, was halt dieser neue Unterschied ausmacht. Also das Zubuddeln hier vorne, ne, ist halt aufgrund der Länge jetzt ein bisschen schwieriger, obwohl das jetzt auch kein Riesendrama wäre. Ne? Hier eine Palisade und hier eine Palisade. Aber soll wohl schwieriger dadurch sein und das sieht auch so aus. Und je nachdem, wie der Wald liegt, hier ist zum Beispiel keiner, dauert es auch lange, bis man das schafft. Ne? Auf der anderen Seite hat man dafür einen. Hier sogar ein relativ kleines Stückchen. Ist die Frage, ob jetzt die Kombination sich hier lohnt. Also ich sehe halt fast nie einen Rush auf dieser Map. Und da macht es vielleicht Sinn mit der Kombination. Könnte ich jetzt nicht 100% beschwören. Sehe die jetzt nicht so häufig, die Map leider. Aber wie gesagt, Economy hat vor sich auf jeden Fall gelohnt, wenn man gut zu buddeln könnte. Also wenn ihr das auf dem unteren Elo spielt, auf meinem Elo sozusagen. Also wenn ihr das auf einem normalen menschlichen Elo spielt, Casual-Spieler, ist es so, dass der absolute Standard ist, dass man einfach, ne, da Palisaden hochzieht und fertig. Die meisten bauen auf der anderen Seite die Palisade, was dann nie funktioniert eigentlich. Aber man baut eine Palisade und geht dann auf Economy. Ganz, ganz selten sehe ich hier Rushes drauf. So, der wird weiter ausgebaut. Alles wieder der Standard. Das ist mehr als sonst. Manchmal kommt mir das mehr vor. Aber ich glaube, die sind standardisiert. Das ist immer die gleiche Anzahl, vermute ich. Speer. Ich vermisse irgendwie die Speer oder sehe ich die nur gerade nicht? Ah, der ist halt da unten, war er am Laufen. Also er weiß natürlich schon, wo die Basis ungefähr ist, ne? Aber er will die Schafe holen. Die sind ja nicht in der Basis, sondern um die Basis. Und von da reitet er auch direkt da unten hin, um die mitzunehmen. Wo ist der rote Speer? Sieht jemand den chinesischen Speer gerade auf der Map? Da ist er. Naja, der macht sich schon gar nicht die Mühe, unten lang zu reiten. Also auf jeden Fall, der hat jetzt alle Schafe mitgenommen, die eigentlich dem Chinesen gehören sollten. Eins, zwei, kann man nicht einfach so zählen. Sieben Tierchen. Sieben Tierchen. Sieht manchmal mehr aus, ist aber wirklich sieben. So, Zeitalter nächstes. Da auch nichts Weltbewegendes. Aachener Kapelle. Ja, sieht man in letzter Zeit selten, habe ich den Eindruck. Aber ist auch eine gute Position. Ne? Holstein, Gold, alles übereinander. Und dann kann man hier nochmal gleich die Felder dazu ziehen. Also die Aachener Kapelle hat da sicher eine ganz gute Position, um hier einen Bonus auszuspielen. Sieben. Dann immer nachzählen, sicher, sicher. Der geht auf Steuereinkommen hier vorne damit. 100% mehr Steuern aus diesem Gebäude kommen dann da raus. Und ansonsten passiert erstmal nichts. Ist halt, also wenn ihr zwei Wirtschaftsspieler habt, ne, dann ist natürlich am Anfang ein bisschen sehr ruhig. Wird auch nicht große Unterschiede in irgendwelchen oder besonderen Builds erwarten oder irgendwas, was irgendwie spektakulär im Aufbau ist. Deswegen zählen wir jetzt Tiere, sieben. Dann kann die sicher genug gehen. Ja, gleich kommt der doppelte Steuern raus. Muss er dann immer bei 40 Gold oder mehr reinpacken. So, die gehen irgendwas bauen, die Freunde. Und Holz da unten. Hat es vom Gold abgezogen und geht auf Holz. Also das könnte ein Indiz dafür sein, dass er nicht wirklich hart weiter hochtecken will. Es sei denn, er hat schon genug in der Kasse. Oder denkt, er kriegt genug in die Kasse, der Papi. Ja, sieht aber nicht so aus. Also die Frage ist halt, was im Bild geht er jetzt hier vorne? Er könnte ja, wenn er jetzt normal ein Wirtschaftsbild macht, würde er normalerweise Song-Dynastie machen. Zweites Wahrzeichen, Steine, Wahrzeichen, ja, zweites Wahrzeichen für Song-Dynastie und Steine abbauen. 1500. Okay. Sah gerade so klein aus. Genau, also ne, zweites Dorfzentrum bauen, Song-Dynastie, da brauchen wir das zweite Wahrzeichen für. Aber er macht jetzt kein Gold und ich sehe auch keine Steine abbauen. Also die Tatsache, dass der halt jetzt hart, wirklich hart auf Holz geht mit Bonus und allem. Die sagt eigentlich, dass der irgendwas vorhat, um aktiv zu werden. Sei es eine Armee zu bauen, sei es Riesenpalisaden zu bauen.
Also er geht kein Wirtschaftsbild, hätte ich jetzt gesagt, mit diesem, was er da gerade unten anstellt. Oder er will jetzt wirklich nur auf genau 400 gehen und bricht das sofort ab, damit er dann 300 Steine noch holt für die Expansion. Aber er hat ja schon fast 400, also das wäre sehr ungewöhnlich, dass er das so baut. Möglich wäre es natürlich. Da kommt jetzt der Stein langsam. Er kann durchaus sein, dass er jetzt einfach, ne, abbricht und jetzt alles im Stein bringt und dann da weitermacht. Schon über 400. Ja, er macht das so. Also er macht wirklich hier wohl sehr fokussiert ein Bild. Ist ein bisschen ungewöhnlich, die Geschichte. All diese Holz, die er hat, diese zwei Holz. Jetzt müssen wir mal gucken. Er hat sie aber abgegeben vor, genau. Ich glaube, wenn er sie nicht vor mit Rechtsklick da abgibt, dann werden die hier vernichtet, sobald die da rangehen. Und da ist es wichtig, dann Rechtsklick zu machen. Ja, und jetzt holt er sich die Steine. Und dann gibt es die Expansion tatsächlich. Auf der anderen Seite hat hier unten seinen Buff. Stall, wird ein bisschen aggressiver werden. Wird immer massiv Gold abgebaut, also das geht mit Sicherheit, obwohl die Nahrung ein bisschen gering ist, habe ich einen Eindruck. Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, er will ins nächste Zeitalter gehen wegen dem Gold, aber ich sehe tatsächlich nur extrem wenig Nahrung, oder? 10 Mann Nahrung. Vielleicht, also die haben das ja ausgerechnet, die Pros, die wissen das sicher. Vielleicht reicht ja 10 Mann. Es hätte mir jetzt nur am Anfang kam mir das ein bisschen wenig vor, zumal auch ein Stallbau dann mal extra Nahrung braucht. Das ist noch ein 11. Mann. Also vielleicht reicht es ja, ne, fürs nächste Zeitalter, um schnell zu kommen mit 10. Instinktiv hätte ich gesagt, er bräuchte ein bisschen mehr Nahrung und ein bisschen weniger Holz. So, Expansion ist oben. Jetzt laufen sie wieder nach oben, die Leute. Zhong-Dynastie, eventuell dann eben das zweite Wahrzeichen. Die wollen das Defense-Wahrzeichen jetzt mit Sicherheit bauen. Wahrscheinlich hier oben, damit das halt defendet. Ja, also er kann ja hier oben das ganze Gold und die heilige Stätte defenden, wenn das zum Beispiel hier hinbaut. Und die Reiter, die jetzt da unten gebaut werden, noch nicht, aber ne, hier unten, die könnten das theoretisch hätten die es verhindern können, wäre es ein bisschen früher gekommen. Und er geht auch schon in die Richtung, um darauf zu reagieren, aber es ist zu spät wahrscheinlich. Da ist der Raid Assigned sozusagen. Und hier oben das Defense-Gebäude, um das zu verhindern. Also die haben schon beide gute Ideen, was alles passieren wird. Ja, also der heilige Bescheidspieler möchte auf jeden Fall den Chinesen raiden, offensichtlich. Und der Chinese möchte Economy weiterspielen. Ich frage mich nur, wo der chinesische Späher ist. Weil, also, der wird jetzt auch nochmal Nahrung gesammelt. Er will halt die Kapellenbonus nutzen. Das ist optimal, wenn die Nahrung halt dahin legt, ne? Muss er nur nah ins Haupthaus legen. Also sicher eine sehr starke Kombo, weil wenn er es jetzt hier unten gesammelt hätte, ne, also mit einer Mühle, dann hätte er halt keinen Prälatenbonus gehabt. Und da ist das eine sehr gut überlegte Sache, die er da hat. Plus die Reiter supporten das Ganze nochmal. Plus er braucht hier nachher sowieso die Reitergeschichten, um die Relikte zu contesten. Defense-Gebäude und direkt die Arbeiter sind am Arbeiten. Da ist der erste Reiter. Da wird die Fackel nicht helfen, mein Freund. Das ist zu wenig. Also, sie achten wirklich auf sehr viele kleine Details. Immer schön, wenn die groß zu sehen. Muss ja gleich mal gucken, ob er alle Camps sammeln kann. Das nächste wahrscheinlich wird da oben was zu sammeln sein. Und das Sammeln und das Upgrade, das lohnt sich wohl ab 2 Camps, je nachdem, wie man es berechnen will. So, die Recknitz-Kathedrale geht hoch. Das heißt, gleich werden auch die Relikte eingesammelt. Also hier jetzt 2, die er locker sammeln kann. Er kann eh nur 2 da reinpacken, dann muss er halt was anderes dazu bauen und da ist auch keine große Sammelaktion. Ja, den müsste er eigentlich beschützen können. Hat er irgendwo eben einen Reiter gehabt, der ist da unten am Raiden. Die Arbeit, aber es ist Eitelzeit. Also er tut ihm natürlich die Wirtschaft ein bisschen zerstören damit, obwohl er wahrscheinlich seinen Prälaten auch beschützen möchte. Ja, da. Er beschäftigt alle. Also er ist auch ein bisschen kniesterig, oder? Keinen zweiten Reiter bauen. Dann. Es dauert was, aber er kriegt ihn irgendwann tot. Wenn das jetzt voll ist, kann das einsammeln. Also schon in den Startlöchern sozusagen. Da auch. Da gibt es irgendwo noch einen Arbeiter hin. Okay, er will eine Mühle da bauen oder was wird das? Hat er sich vielleicht verklickt? Es gibt eigentlich keinen Grund, da einen Arbeiter hinzustellen, der jetzt auch auf K steht. Vielleicht will er eine Palisade hochziehen oder so. So, die Reiterverstärkung kommt. Hat da keinen unnötigen Stress gehabt tatsächlich. Und verjagt es den Speer hier vorne. Genau. Da hackt jeder auf jeden. Okay, jetzt wieder aber weg. Juten geht eine Palisade hoch. Will sich also komplett auf den Norden konzentrieren. Hat ja auch ein Defense-Gebäude. Und hier gibt es ja unendlich Ressourcen. Also, wenn er das hier bekommt, das ist ja gigantisch, ja, an Gold und alles.
Also, das ist ein sehr guter Patch. Also, wenn du Norden machst, das macht sicher auch Sinn für ihn. Jotun gibt es allerdings für den Heiligen Reichsspieler nochmal wild, was er einsammeln kann, ohne Probleme. Wo sind die anderen zwei? Das sind doch nur fünf. Aha, das sind nur fünf. Hat er schon zwei mitgenommen, jemand? Das ist aber nicht richtig, dass da nur fünf sind, ne? Vielleicht, was im Bildschirmrand sind, sind die aus dem Bildschirmrand draußen. Ich sehe die nur nicht. Das sind jetzt hier, aber da hat ja keiner was davon. Also, das ist ein kleineres Camp. Was gibt es denn da für einen Knopf? Vorstoßen. Wie will man denen den Befehl geben? Kann man die überzeugen mit einem Priester? Lassen wir das. So, der Speer ist weg. So, weitere Palisade geht hoch. Hier geht es nur ums Tunneln, wie ihr seht. Er möchte, dass die Soldaten nicht vorbeirennen, sondern wirklich in die Verteidigungsanlage getunnelt wird. Ich weiß immer noch nicht, das machen die sehr häufig, aber wenn jetzt eine Reiterarmee wirklich hier einfach vorbeireitet, die zwei Schüsse, die da rauskommen, ist das so entscheidend, wenn nachher fünf Ritter in der eigenen Basis raiden. Also, manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Dinger auch ein bisschen zu leichtgläubig sind. Also, wenn die Ritter durchreiten, dann wird diese zwei Schüsse, die auf dem Vorbeireiten schießen. Also, mich würde die nicht davon abhalten, da durchzureiten. Ah, jetzt macht das ein bisschen enger. Man kommt trotzdem noch durch. Ah, jetzt macht das ganz zu. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass die was dagegen haben. Ja, und der war schon angeschlagen. Wir haben übrigens Wildschweine aggro, denn mit dem sieht die Aggro vom nächsten Ziel. Das ist immer ein bisschen schade. Das wäre schön, also so als Mikro, dass man die irgendwie in dem Falle einfach mal aggro, damit die eben die so anderen Soldaten töten. Quasi der Langsame wird dann erwischt. Das wäre eine nette Mechanik. So, Schwäbischer Palast geht also hardcore auf Wirtschaft. Das sind beiden Relikte, sind ja wie gesagt jetzt inzwischen leider zwei. Die mussten ja die schwächste Nation nerven, oder die zweitschwächste, glaube ich. Also die Idee war wirklich beim Heiligen Römischen Reich, bei der Patch-Strategie, so ich das im Moment in Summe sehe, zu sagen, die schwächen diese gute Strategie, die trotzdem keine übermäßige Gewinnrate beschert hat, haben die halt geschwächt, damit die andere Strategie, die keiner gespielt hat, sinnvoll wird auf einmal. Ja, im Vergleich. Klar haben sie die auch ein bisschen gebufft, die andere Strategie, aber es ist irgendwie, also ich weiß es nicht. Also die Kathedrale auf zwei Relikte zu machen, ist halt für mich fast ist ein Grund, die nicht mehr zu spielen. Es ist halt nicht mehr die beste Option. Die waren schon vorher relativ schwach. Da laufen überall Speere rum. Landsknecht. Hat einen guten DPS und Flächenschaden. Heilen sich gegenseitig. Er will jetzt einfach nur das Kappen hier so lange wie möglich unterbinden, wahrscheinlich. Also, das ist jetzt einfach nur Mikro-Spirenzchen. Das ist, glaube ich, das Fachwort. Da kommen die Tierchen. Da hätte er eben schon welche gesammelt gehabt. Also, das mit der Nahrung, glaube ich, war nice, ne? Also, er sammelt die ganze Zeit diese Kadaver hier vorne. Und hat halt den Kapellenbonus dafür. Das ist wirklich eine extrem nette Geschichte fürs Einkommen. So, und jetzt kommen unendlich viele Arbeiter dazu. Und dann geht es sofort auf Soldaten, damit das auch ein bisschen abgesichert wird, die Geschichte. Also, es sieht für einen Chinesen nicht gut aus derzeit. Hat auch nur zwei Dorfzentren. Das ist Song Dynastie, aber nur zwei Dorfzentren. Also, das da oben zählt, glaube ich, in Summe jetzt wie vier, was er hat. Also, doppelt so viele Arbeiter werden dann oben hergestellt. Natürlich auch preiswerter noch dazu. Und dafür den astronomischen Uhrturm, was bedeutet, dass er mehr Aggro gehen will. Also, der Chinese braucht jetzt schon eine Idee, was er machen möchte. Also, klar, Aggro gehen ist vielleicht die richtige Antwort, aber da muss er auch wirklich Aggro gehen. Also, das Wirtschaftsspiel hat er jetzt meiner Meinung nach eigentlich völlig aus der Hand gegeben, dadurch, dass oben halt mehr Dorfzentren arbeiten. Das wird sich jetzt stark zugunsten halt des Heiligen Reiches drehen. Er muss natürlich ein bisschen aufholen, weil ne, die beiden Song-Dynastie Dorfzentren schon produziert haben, aber er wird auf jeden Fall massiv aufholen und überholen. 59, das müsste noch beim Chinesen mehr sein. Ja, 86. Also ja, er muss es noch aufholen. Also und da hat der Chinese noch tatsächlich Zeit, an der Geschichte zu basteln. Aber dann müsste das Ding halt hier auch nicht AFK sein und dann da jetzt auch ne, Einheiten produziert werden. Und da ist vielleicht noch ein bisschen dünn. Geisterpfad für die speziellen Chineseneinheiten, damit die preiswerter werden, die sogenannten Dynastieeinheiten. Im Kern könnt ihr halt 30% preiswertere Waffenknechte daraus holen, wenn ihr wollt. Schießstände. Also was halt nicht schlecht wäre, wäre die Idee, Grenadiere zu bauen. Flächenschaden, die auch Gepanzerte gut durchbrechen vor allem. Das sind Handrohrschützen, die Flächenschaden machen. Also Grenadiere wären eventuell eine gute Option. Kommt ein bisschen drauf an. Hier sind ja schon die ersten Ritter, die hier kommen. Hier haben wir jetzt Waffenknechte, eben aber Landsknechte gesehen. Also er hat noch nicht wirklich gezeigt, was er gehen möchte. Die Tech-Geschichte ist real. Scheunenzehnt. Hat aber, glaube ich, nur zwei Relikte gehabt. Das ist ja der nächste Nörb im Prinzip. Wenn man nur noch zwei einsammelt und ein neues Gebäude braucht.
Aber er hat jetzt 4 tatsächlich, dann lohnt sich auf jeden Fall. Also im Moment ist so Marine Nord extrem weit vorne wirtschaftlich. Und man sieht das, glaube ich, auch langsam am Einkommen hier. Ne? Das fängt jetzt langsam ein bisschen an zu flackern. Also der überholt jetzt langsam. Die weniger Arbeiter werden ja, ne, beim Heiligen Reich durch die Relikte ausgeglichen, mit dem Scheunenzehen noch mehr ausgeglichen, der jetzt gleich fertig ist. Also wenn wir das nochmal eine Minute angucken, dann hat er wahrscheinlich schon den Chinesen überholt. So, da kommen die Armbrüste oder tot. Jetzt geht die Raid hier vorne los. Mit Ritter, Reiter. Der Chinese hat so langsam ein Problem. Weniger Wirtschaft, weniger Defense, weniger Druck. Das sieht nicht gut aus, was der da anstellt, der Papi Por. Gold, top. Da haben sie die Axt ausgegeben. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Die Axt, die macht, Zweihand-Axt, die macht halt mehr Schaden in Summe, aber weniger Penetration als der Streitkolben. Man kann das natürlich nachher noch ein bisschen kombinieren, aber die Frage, was man halt immer zuerst macht, ne? Und wenn man gegen Targets kämpft, die hier unten, die ungepanzert sind, ist die Axt die bessere Wahl auf jeden Fall. Ich habe letztens irgendeinen Spieler gesehen, der hat, glaube ich, einen Streitkolben zuerst gemacht. Aber ne, das geht nur, ist nur sinnvoll, wenn ihr halt das Gefühl habt, dass ihr gegen Panzer antretet im ersten Fight. So, die Armbrüste haben sich jetzt hier durchgeschossen. Also von daher sind die wieder weg. Im Moment macht der Chinese ein komisches Spiel aber in Summe, weil, wie gesagt, eigentlich wird das eine schlechtere Wirtschaft. Das wird jetzt auf jeden Fall gleich, wie gesagt, sie drehen. Es hat sich eigentlich schon gedreht, wenn man jetzt guckt, die Ressourcen. Er benutzt sein hochgedecktes Gebäude nicht, sowohl das eine als auch das andere nicht. Also weder für Beplagungswaffen noch für die Dynastieeinheiten. Er hat keine Relikte im Prinzip gesammelt. Da wird jetzt das erste gesammelt, relativ spät. Und er sammelt es auch im Kloster. Er hat ja diese Pagode, die er bauen kann. Ich habe es jetzt zumindest nicht gesehen, aber das hier, da passt ein Relikt rein, bringt halt ein bisschen mehr. Und wenn er halt genau ein Relikt noch sammeln kann, was er auch irgendwie nicht macht aus irgendeinem Grund mit seinem Mönch, aber wenn er nur eins sammeln kann, dann lohnt sich halt die Pagode, weil eh nur eins reinpasst. Und die anderen hat ja eigentlich schon Marine Lord, was er eigentlich aufgrund seiner defensiven Stellung auch vermuten kann. Nett, wie er hier baut. Also das sind sicher noch ein paar Sachen, die er ein bisschen feilen könnte in seiner Strategie. Und er wird halt nonstop geradet. Ne? Also das ist jetzt auch nicht angenehm für die Wirtschaft, die eh schon schwach ist. Also Marine Lord tut ihn da einfach zu 100% gerade outplayen in eigentlich jeder Kategorie. Ja, Relikte sammeln, Economy in Summe eben, Micro, Raiden. Das sieht im Moment nicht gut aus, der Papi Por. Einige Städte hat er ebenfalls. Also langsam muss er mal in die Gänge kommen. Ich sehe einfach nicht, wie der Chinese sonst das Spiel bestreiten möchte. Und wie gesagt, also wenn er nicht aggressiv wird, das hier ist ein bisschen brutal. Ne? Was sind wir jetzt bei den Arbeitern? 103 mehr Marine Lord und bei Papi Por sind wir bei 109. Also er hat jeden Moment aufgeholt, fehlen noch 6 Arbeiter. Aber dazu hat er, wie gesagt, 4 Relikte mit Scheunenzehen und Kathedralenbonus und heilige Städte. Das ist halt einfach super brutal. Ja, also das, ne, geht hier oben jetzt auch schon langsam ab. Also das ist schon eine ganze Ecke, wie er mehr hat. Mit die Armbrüste konnte natürlich schon die Jungs hier so ein bisschen. Wo ich immer noch überlegen würde, da ein paar Grenadiere beizupacken. Man braucht die Yang-Dynastie, glaube ich, dafür, allerdings um die freizuschalten. Das heißt, da muss man nochmal dieses Mauerding bauen und dann das Türchen da dran, dieses Tor. Also da kann er es noch nicht machen, aber ich meine, dass er das Gebäude gebaut hat, da sollte man schon überlegen, ob man dann wirklich die Einheiten benutzt. Und wenn es nur die verbesserten Waffenknechte sind, was nicht der attraktivste Kampf ist, aber ein bisschen Frontline zu haben, ne, damit die in Ruhe schießen können, wäre auch nicht verkehrt. Und 30% bessere Waffenknechte oder preiswertere ist jetzt kein Riesendrama. Gut. Oder halt Feuerlanzenreiter und dann eben gucken, dass er irgendwelche Lücken findet. Aber nur in der Verteidigung bleiben, das wird schwierig. Jetzt muss man natürlich sagen, zwischen den Gebäuden mit dem guten Micro kann er verhindern, dass die guten Schaden machen. Also, ne, weil da schießen alle. Und wenn er die richtig in diesen kleinen Gängen hier aufstellt, mit ein paar Speeren vielleicht sogar, dann müsst ihr jetzt in den Gang gehen. Das macht er auch. Sogar eine Kanone wegleihen. Genau. Der Block ist die Gänge, da kann jetzt 2 Reiter kämpfen, wenn die gesamte chinesische Armee kämpfen kann. Also eine perfekte Kampfposition im Papi Por. Und der snipt jetzt natürlich die Leute. Trotzdem ist währenddessen die Wirtschaft, ne, ist hier am Arsch. Aber er schießt da mit Armbrüsten und Kanonen, schießt da einfach raus und kann jetzt hier mit minimalen Schaden einstecken. Da hätte er vielleicht ein bisschen zurückgehen können, aber so eine Idee ist doch schon gut. Aber es ist einfach vielleicht in Summe ein bisschen wenig, was er hat. Ne? Und er findet nebenbei noch die Wirtschaft. Trotzdem schießt er hier vorne die Leute vom Pferd alle. Also die sind jetzt alle tot, es waren eigentlich keine Ritter, sondern Reiter, die Großteil der Leute. Also es war auch nicht so super lukrativ unbedingt, aber dennoch. Also die Reiter kann man wahrscheinlich so genug auch benutzen, aber er wusste ja nicht, ob Reiter oder Ritter kommen, sie waren ja auch ein bisschen gemischt, ne? Nichtsdestotrotz, er hat den Kampf jetzt für sich entschieden. Hier vorne? Nee, auch nicht. Aber das liegt daran, dass zu viele Arbeiter sterben. Auf jeden Fall, die Reiter, da hat er jetzt den Kampf schon, wenn man die Frage sieht, wer mit Soldaten verloren hat, ne?
Und er fängt auch an, die ersten Kanonen zu bauen und sind Uhrenturmbomben, die auch noch beefy sind. Vielleicht noch ein Bienennest dabei. Mach das mal weg hier vorne. Wir wissen einfach, dass er da oben mehr Einkommen hat, dann wird bis Spielende sicher auch so bleiben. Also der Wirtschaftsvorteil ist definitiv im Heiligen Römischen Reich derzeit. Und ich sehe da auch keine Änderung in Sicht. Außer der raidet halt mal. Klar kriegt sie nochmal einen Farmbonus, ne? Aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Ja, das er lässt einfach Marine Lord zu viel von der Map, glaube ich. Ich meine, inzwischen hat der Marine Lord hier wirklich alles, ne? Die heiligen Städte, die Relikte, die Kadaver eingesammelt. Hat aber wohl eins da gelassen oder zwei. Er hat die Palisaden oder seine Mauern so gebaut, dass halt der eingeengt ist da unten. Also die Map-Control ist einfach auch ein wichtiger Faktor. Das ist ein so nicht greifbarer Faktor, aber das ist nichtsdestotrotz ist ein wichtiger Faktor. Und immer wenn die Leute Map-Control generieren, sei es jetzt ein Viper, der super gerne Palisaden beim Gegner direkt am Anfang Spieles baut, gefühlt, oder jetzt wie er hier, der einfach nur auf der Map überall unterwegs ist, frei. Map-Control ist ein Faktor und Micro ist auch ein Faktor. Kannst du es nicht bitte einfach da reinlegen? Ich würde dich für einen Kampf mitnehmen, aber dann wird trotzdem das Gold so lange mitnehmen. Das auf, oder? Hier oben. Der Chinese baut auch keine einzige Stadtmauer, also Steinmauer, was die Raids halt ein bisschen unterbinden könnte. Eine Kanone fährt nach unten, wir wahrscheinlich da einen Turm kaputt machen und eine Lücke schießen, der wartet da keine gegnerischen Truppen. Das war falsch geschätzt. Also hier, Elite-Reiter, ne? Also sind einfach die Reiter zum Raiden ganz gut und halt auch direkt auf sowas zu reagieren. Hat er wahrscheinlich sogar mit sowas gerechnet, aber will einfach die Palisade einreißen und dann da durch zum Raiden. Und es kostet halt nur Nahrung, ne? Und das ist wahrscheinlich kein großes Problem. Obwohl hier der eine oder andere Prälat sich ja noch bei könnte. Also wenn man hier so einen Prälaten hier einen hinpackt, ne, dann kriegt man nochmal mehr daraus. Da oben steht im Grunde genommen auch einer, aber ich weiß nicht, also da müssten noch mehr sein, da könnte wahrscheinlich ein bisschen weiter links stehen. Aber ist wahrscheinlich auch jetzt nicht sein Mikrowert. So, Steine gibt es jetzt inzwischen. Dann kommt vielleicht auch mal eine Mauer inzwischen. Also die Chinesen haben halt einfach zu viel Steinboni, als das sinnvoll. Also die muss man einfach ausspielen. Da oben kommen sie gleich rein. Dann kommt es von zwei Seiten. Landsknechte. Da geht es darum, die Armbrustschützen effizient abzuschlachten und die Speere. Und vielleicht ein paar Arbeiter, wenn er durchkommt. Zack, zu. Ja, also im Grunde genommen, das geht jetzt noch eine ganze Zeit lang, das Spiel, aber ich denke, dass das, was man schon sagen kann an der Stelle, dass es eigentlich zu 80% verloren ist oder sowas. Ne? Also er wird ja von allen Seiten unter Druck gesetzt und hat weniger Einkommen. Und das Spiel ist leider so designt, gerade jetzt auch, wo die Mangen halt, ne, die sind ja jetzt so entschärft worden, dass man nicht mehr spielen kann, sinnvoll. Die waren halt die einzige Comeback-Möglichkeit gegen größere Armeen, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass der Chinese da eine Chance hat, rauszukommen. Also selbst wenn die Bienennester ganze Armeen auslöschen würden, die er noch nicht gebaut hat, die Bienennester, die werden einfach sofort wieder nachgebaut. Ne? Vielleicht, wenn er mehr Dorfzentren hätte. Also, ich meine, ich zähle zwei Dorfzentren bisher. Aber sagen wir mal so, die Wirtschaft jetzt weiter ausbauen ist ja auch eine PopCap-Frage. Wird es wahrscheinlich auch nicht weiter lohnen. Das kommt halt dann wirklich über dass er den PopCap irgendwie umgeht. Das macht er normalerweise mit Prälaten, was der Heilige Schreispieler hat. Mit dem Scheuenzehen, was der Heilige Schreispieler hat. Oder eben Artefakten, was der Heilige Schreispieler hat. Oder die Heilige Stätte, was der Heilige Schreispieler hat. Ja? Und der Chinese ist da, er kann den Steuergelder einsammeln. Also ist nicht episch verloren, aber in dieser Hinsicht. Aber trotzdem, er hat einfach zu viele andere Vorteile. Und wie gesagt, ein Kloster statt eine Pagode gebaut. Das lässt mich tatsächlich fast schon dran wundern, ob der Chinesenspieler ist. So, die große Schlacht läuft. Ja, die Reiter tun von Teilen Speere kämpfen. Da ist Marine Lord jetzt wohl ein bisschen sehr großzügig mit seinem Armeeopferung. Aber es funktioniert, weil er einfach die Masse hat, weil dazwischen auch Landsknechte waren. Also ohne die Landsknechte hätte das sicher wehgetan. Ich frage mich trotzdem, warum der nur Bombarden spielt und keinen einzigen Dings. Also klar, ein Stück weit Sicherheit, ne, falls der Gegner Belagerungswaffen bringt. Aber so einen Bienennester hätte ich schon dazwischen gemorkst. So, nichtsdestotrotz, die Reiter sind wieder alle tot. Kill ist es, trotzdem für Marine Lord, einfach weil die Raids halt auch viele Leute töten, ne? Und die Landsknechte haben auch die ganze Frontlinie gerade weggepustet. Kurz auf der anderen Seite gucken. Scharmützel ist beendet, okay. Ja, das sieht nicht gut aus. Da fehlt halt wieder die Frontlinie, die war halt eben gestorben. Ich muss halt auch sagen, dass Marine Lord das sehr gut macht mit den Landsknechten. Also wenn er wirklich die Frontlinie an Speeren dabei packt, der gegen Reiter eine gute Antwort ist, und die Landsknechte, zack, zack, tot. Ja, aber das ist schon eine gute Sache. Die Bombard-Spam da hinten ist kosteneffizient wahrscheinlich über die Zeit.
Aber das Problem ist halt, also die schießen ja nicht gegen Ritter, sondern gegen Reiter. Ne? Also so kosteneffizient ist es dann nicht an der Stelle. Also ich glaube wirklich, dass ein Bienennest nicht verkehrt gewesen wäre. Das ist die fünfte Bombarde. Aber dafür ist ja kein Soldat mehr, der die beschützt. Und wenn gleich die nächste Reiterhorde kommt, sind die alle tot. Ich weiß es nicht. Und das ist die nächste. Wobei, man muss jetzt aufpassen, dass er nicht da auch mit den kleinen Blobs angreift. Ne? Weil die schießen halt alle auf einen und weil die halt nur so preiswert sind, lohnt sich das halt nicht. Genau. Jetzt fehlt ja die Defense. Jetzt hat er schon die Arbeiter dahin geschickt, ein paar Speere dazwischen. Und jetzt gehen die Bombarden wahrscheinlich gleich down. Der stellt halt so wenig Truppen her, der Chinese. Wo ist denn das ganze, seine Rohstoffe hin? Da geht schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ja, aber er hat einfach keine Soldaten an der Front, ne? Also die Landsknechte-Reiter-Kombo, die zerstört einfach alles, was er hat. Das ist nicht gut. Also eine Konter wären auch Ritter zum Beispiel gewesen, ja? Also für China. Ein bisschen mehr Fernkampf, also die Sugenus zum Beispiel sind auch in die Landsknechte gar nicht so schlecht. So ein Vieh, jetzt schon wieder alle tot, ne? Einfach weil die nichts aushalten, die Typen. Da. Das sind ja sogenannte Glaskanonen, also Sugenus könnten die auch ganz gut abknallen, eigentlich beides. Beides halt relativ ungepanzert. Also ein Sugenus-Bam, den auch noch 30% Preiswert herstellen kann, ich glaube, das wäre ebenfalls eine Antwort gewesen. Also Armbrustschützen, die stellt er immer noch haufenweise her, sind meiner Meinung nach die falsche Antwort. Die sind gegen gepanzert gut, das alles ungepanzert. Ja, also das mit den Armbrüsten ist definitiv ein Makrofehler, aber zu 100%. Also Sugenus, eventuell Bogenschützen, da gibt es schon ein paar Sachen. Aber Armbrüste gegen Reiter, das lohnt sich einfach nicht. Und ich verstehe immer noch nicht, dass der halt nur also klar, der hat Angst vor Belagerungswaffen, das sind die Bombarden, damit er hier so Bombardenduelle gewinnen kann. Aber ohne den Flächenschaden gegen den Blob, der immer wieder ankommt, das ist ja ein Billigblob, das sind entsprechend viele Einheiten. Also das Bienennest wäre hier schon sehr, sehr wichtig. Das wird halt jetzt hier vorne nicht lange halten, da sind jetzt schon Arbeiter, die versuchen, die Lücke zu schließen. Also Puppy Paw hat da einfach im Makro doch etwas, also bei der Einheitenwahl, doch, das ist nicht optimal. Ja, es gibt auch auf. Also er hat nicht auf Sugenus umgestellt, keine Bienennester gebaut, zu wenig Speere gespammt, vielleicht sogar einen Bogenschützen, wenn man kein Sugenus bauen kann oder will. Also kann er ja eigentlich. Also ganz habe ich das nicht verstanden, das Makro der Einheiten davon. Ja, Bombarden verstehe ich ein Stück weit, weil er Angst hatte, dass einfach zu viele Belagerungswaffen kommen. Aber wenn man den Bodenkampf nicht gewinnt, ist es auch egal, dass man theoretisch die Belagerungswaffen kontern könnte. Egal, das war eine Trainingsrunde von den beiden. Die Map hat sich wirklich verändert. Ich sehe aber nicht, dass sie weniger kämpferisch dadurch geworden ist. Das lag aber auch daran, dass beide Wirtschaftsnationen wahrscheinlich gespielt haben. So, und damit bin ich fertig für heute. Ciao, ciao.